Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Star Stable Online. Heute mit einem Pferdekauf. Und zwar habe ich mir am Wochenende bei der Vergünstigung Star Raider Lifetime geholt für die 45 Euro Schieß mich tot, die es da gab. Da habe ich jetzt natürlich auch Starcoins dazu bekommen und die ich vorher gesammelt hatte, natürlich auch. Ich bin jetzt bei 2111 Starcoins und möchte mir jetzt gerne ein neues Pferd kaufen. Hier am Hintergrund könnt ihr das vielleicht auch schon sehen. In Fort Pinter steht das gute Pferdchen und zwar ist es der Araber Pinto. Der steht jetzt hier seit 3 Wochen, also morgen seit 3 Wochen und den möchte ich mir jetzt gerne kaufen. So, ich weiß natürlich noch nicht, was für einen Namen das ich nehme. Stärke, Disziplin und Agilität hat er Werte. Geschwindigkeit und Ausdauer natürlich nicht. Es gab ja bis jetzt noch kein Pferd damit. Hufeisen sind, glaube ich, ganz normale Hufeisen, also da ist nichts drauf, aber wir haben ja die Hufeisen bei Konrad mal geschmiedet, die guten. Und dann kaufen wir das Pferdchen jetzt. Ich habe eigentlich noch gar keine Vorstellung so vom Namen groß, außer dass ich vielleicht gern irgendwas mit Soul drin hätte. Aber ich mache hier mal auf zufällig. Also Royal Dream gefällt mir jetzt nicht. Ace Mountain auch nicht. Goldbell, nein. Nein. Megalord, um Gottes Willen. Wird zu Ultra Princess passen. Aber nein. Ever Melody, auch nicht. Springmaster, Money Pepper. Nö. Nö. Gold Lion, nee. Guardian, Coral Darling. Nö, das ist doch. Also, das gefällt mir alles irgendwie gar nicht. Silent Born. Oh, Silent Soul. Aber das ist beide mit S. Das ist nix. Was gibt es denn so mit Silent noch hinten dran? Was könnten wir denn da noch nehmen? Silent. Damit hatte ich jetzt eigentlich überhaupt nicht irgendwie was in Verbindung gebracht. Silent. Stille. Nö, da ist jetzt eigentlich Shadow. Spirit Stone, Trouble. Guardian. Stiller Wächter? Stiller Hüter? Nee. Gefällt mir jetzt nicht. Ach Gott. Nee, da ist ja aber gar nichts, was mir jetzt so silent bei ihm oder ihr gefallen würde. Ich bin mir ja noch nicht mal sicher, was ich gern haben möchte. Ob ich eine Stute oder... Was ist denn Dusk-Effekt? Dusk? Keine Ahnung. Baylove, Rainbow Shadow, Wish Beauty. Ich glaube, ich mache hier mal einen kurzen Cut rein und suche mir einen Namen aus und dann bin ich gleich wieder da. Nach längerer Suche habe ich jetzt endlich einen Namen gefunden. Ich habe mit meiner mittleren Tochter zusammengesucht. Sag mal hallo. Hallo. Und wir haben jetzt uns auf den Namen geeinigt, Dragonheart. Allerdings weiß ich noch nicht, ist es jetzt ein Mädel oder ist es ein Männer? Das weiß ich noch nicht. Aber ich kaufe jetzt auf jeden Fall mal Dragonheart. Und Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe schon ein Set rausgesucht, was ich gerne haben möchte. Auf dem hübschen oder der hübschen Dragonheart. Hört sich eigentlich eher männlich an, glaube ich. Aber ich wollte ja eigentlich eine Stute, aber ich weiß es doch nicht. So, jetzt lasse ich mich erstmal abholen hier. Dragonheart. Ich glaube, es ist ein Hengst. Wieder einmal. Frostwalker war mein zweiter Hengst, den ich gekauft habe. Der erste war ja Blue Flame, mein Urpferd. Und ich denke mal, es wird so sein. So, jetzt muss ich hier nur zuerst mal halt, stopp hier. Mein Tierchen hier rausholen. Und nee, die Tasche brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche eigentlich gar nichts. Nö, brauche ich eigentlich nicht. Dann steige ich mal ab. Wo steht er denn? Oh, hier ist er.
Oh mein Gott, und er ist wirklich so, so schön. Oh. Er ist wirklich so, so hübsch. Oh. Schön. Aber jetzt werde ich ihn erstmal ausstatten hier. Zack. Nee, hier muss ich ja hin. Weg damit. So. Oh ja, wirklich sehr, sehr schön. Hoi. Dann, was war das hier? Ach, die habe ich gekriegt. Ich dachte, die wäre blau. Ist die nicht blau bei Frostwalker? Ich dachte, die wäre blau. Nee, die ist tatsächlich auch weiß. Sie ist weiß, okay. Ja gut, dann kriegt auf jeden Fall mal die hier zuerst drauf. Die habe ich nämlich bei der Archäologie-Suche in Epona bekommen. Dann habe ich mich entschieden, erstmal für diesen Sattel hier. Dieses Zaumzeug, dann diese Satteltasche. Warte, die muss ich euch von der anderen Seite zeigen. Ja, also für dieses Set habe ich mich jetzt erstmal entschieden. Das ist das von Spirit. Hier setzen wir natürlich das kleine süße Eichhörnchen wieder rein. Und ich nehme eigentlich wie immer momentan noch keine Gamaschen, weil ich das einfach so schöner finde, wenn man hier die Hinterbeine und die Vorderbeine nicht gleich hat, dass man da den Unterschied nochmal sieht und nicht die Gamaschen da jetzt so drüber sind. Ja, dann würde ich mal sagen, ich habe leider noch kein Set für mich, was jetzt da dazu passt. Aber ich könnte ja mal im Shop schauen, was es da so gibt. Weil ich habe ja jetzt den Shop auch mit dem Lifetime bekommen. Aber ich habe gehört, da gibt es nichts mit Werten. Das ist natürlich doof. Aber, oh Gott, und wie schön, dass sie geht. Er geht. Es ist ein Er. Ich will immer sie sagen. Bei Frostwalker wollte ich auch immer sie sagen. Oh Mann, Wahnsinn. Oh, so ein schönes Pferd. Und ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein Rennen hier. Bei Loretta. Das ist ja ein bisschen länger. Und los geht's. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Jetzt schließen wir erstmal das Inventar. Naja, es dauert aber, bis die losgeht. Ja, meine Güte, ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich wollte die ganze Zeit eine Sie haben. Aber ich weiß nicht, also Dragonheart hört sich für mich halt eher an wie... Was ist denn hier los? Ich bin am PC von meinem Mann. Deswegen... Die Maus hier ist nicht ganz so gut wie an meinem für das Spiel und ja, klappt aber schon irgendwie. Ich würde auch gerne öfter aufnehmen, aber da ich immer das hier am PC von meinem Mann machen muss, ja, ist es einfach meistens so, dass ich dann hier nichts mehr mache und doch dann lieber an meinem irgendwas anderes mache, nachdem ich Horse Haven aufgenommen habe. Aber eventuell bringt der Weihnachtsmann mir einen neuen PC, wenn ich dann auch Platz dafür habe, wenn unser Umbau zu Ende ist. Und dann kann ich da bei mir aufnehmen. Dann werden auch öfters mal Videos zu anderen Sachen kommen und vor allen Dingen möchte ich dann vielleicht auch mal einen Stream machen. Mein Gott, ich bin wirklich nicht gerade schnell. Aber es ist nur ein Level 1, 1er Pferd und... Ja, wir sind durchgekommen. Aber so schlecht ist es ja auch nicht. Ich bin jetzt halt einfach bloß ein bisschen langsam, aber ich finde den so toll. Ich bin ja mal gespannt, was für eine Pferderasse das jetzt da noch ins Spiel bringen wollen. Sie wollen ja einen ins Spiel bringen, das schon, die schon lange von allen gemocht wird und hier drin sein sollte, aber bis jetzt noch nicht erschienen ist. Also ich bin gespannt, auch was es morgen beim Update gibt. Und ich würde sagen, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter leveln. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei und vielleicht habt ihr euch ja den Hübschen hier auch schon gekauft oder einen der anderen Araber Pintos. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit und vielleicht sieht man sich mal. Bis dann, tschüss!